Wie update ich meine Kamera richtig? Updaten? Mein Name ist Matthias Blattmann und wenn du neu bist auf meinem Kanal, ich gebe dir Tipps und Tricks rund ums Thema Fotografie und für dein eigenes Business. Ich zeige dir heute, wie du schnell das Update kannst machen und allgemein, was du machen sollst, wenn du deine Kamera updaten sollst. Ein paar Tipps und Tricks, dass du deine wertvollen Informationen und Einstellungen nicht verlierst. Ich habe im letzten Mail eine Info bekommen von der Sony, dass es ein neues Update gibt für meine Kamera, und zwar für meine Sony Alpha 99 II. Bevor ihr nachher auf die Internetseite geht von Sony, um das Update abzuladen, empfehle ich euch, geht ins Menü rein und könnt euch dort die wichtigsten Sachen abfotografieren. Weil es kann sein, je nachdem, was für ein Update ihr macht, dass ihr nachher die Einstellungen löschen. Ich gehe jetzt zum Beispiel hier in die Kamera rein, gehe nachher sicher ins Menü Bildqualität und Einstellungen. Und dann, dass ich die Einstellungen gesichert habe, nehme ich einfach schnell mein Nattel, mache von diesen Einstellungen ein Foto, wo für mich am wichtigsten sind oder Einstellungen, die ich nicht vergessen darf. Und dann habe ich das nachher gespeichert. Je nachdem, wenn nach dem Update nachher alles gelöscht ist, weiss ich immerhin, was für Einstellungen dass ich vor allem mit der Videofunktion und bei der Qualität kann. Wenn du eine zweite gleichwertige Kamera hast, ist es einfacher. Dann musst du nämlich zuerst die eine Kamera updaten und nachher erst die zweite Kamera updaten. Dann kannst du nämlich die Einstellungen von der einen auf die andere überziehen. Wenn du das gemacht hast, das Ganze filmt oder abfotografiert auf deiner Kamera, kann es losgehen. Du kannst nachher starten, wo du das Update kannst abladen. Und ich zeige dir jetzt ganz schnell auf meinem Mac, wie ich das abladen und das nachher installiere. Also, wir sind jetzt hier auf meinem Mac drauf. Wir sind auf der Internetseite von Sony.ch, auf der Support-Seite. Das haben wir hier oben ausgewählt. Ihr seht hier meine Kameramarke. Das ist natürlich gleich für alle anderen. Ihr seht hier die Anpassungen, die es gegeben hat. Und weiter unten das Update vom Mai, vom 16. Mai 2019. Das ist für Windows. Ich habe jetzt einen Mac, also gehe ich auf die Mac-Version. Hier sieht man die geeigneten Modelle über den Download und was alles passiert ist. Ein ganz wichtiges Detail, dass da das Mass Storage drin ist, dass das Update einwandfrei durchläuft. Noch als ganz kurzer, kleiner, sehr wichtiger Tipp: Mach nie so Updates oder du nie deine Kamera updaten kurz vor einem Auftrag oder wenn du vorhast, gut zu fotografieren. Du weißt nie, ob es richtig rauskommt oder ob alles gut läuft. Darum, wenn du ins Ausland gehst zum Beispiel nachher oder wenn du einen wichtigen Auftrag hast, warte gescheiter mit dem Update, bis du wieder zurückkommst und genug Zeit hast. Weil dann, wenn das Problem ist, dann kannst du schnell am Support anrufen unter der Woche oder kannst dich auch erkundigen oder in einem Forum nachfragen, wenn das Update nicht so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast. Nachher schliessen wir die Kamera anschliessen mit dem Kabel. Dann drücke ich das Kabel mit dem Anschluss. Einfach hier in Multi-Anschluss rein tun, das Kabel. Und das andere könnt ihr nachher direkt mit dem PC oder mit dem Mac verbinden. Wenn nachher das Kabel angeschlossen ist, schaltet ihr die Kamera einschalten. Und ihr seht nachher hinten auf dem Display, das Kabel ist etwas kurz. Ups. Ich sehe nachher hier auf dem Display die Meldung USB verbindet und nachher wird die Verbindung zum Mac schon aufnehmen. Dann wird es noch das Recht haben zum Zugriff auf den Finder. Das könnt ihr auch geben. Und nachher können wir das Fenster zumachen vom Download. Wenn ihr nachher auf dem System Software Updater sind, steht dann nochmal bitte unbedingt auf Massenspeicher setzen. Ich hatte jetzt vorher bei der Kamera auch noch auf Infrarot Fernbedienung vom Filmen mit dem Gimbal oder zum anders auslösen. Also unbedingt auf Massenspeicher setzen und dann könnt ihr auf Weiter drücken. Es wird nachher connected mit der Kamera. Ihr könnt es nachher dort sehen. Bei der Kamera erscheint nachher das Feld, dass man Computeranweisungen befolgen soll. Wir sehen nachher die aktuelle Version und die neueste Version. Da ist jetzt 1.01.
und dann kann man nachher auf Weiter gehen. Die Kamera wird nachher automatisch zurückgesetzt. Wir sehen hier auf dieser Seite bei den Pfeilen den Fortschritt und was nachher passiert mit der Kamera. Während dem Update unbedingt beachten, dass die Kamera nie ausgesteckt wird und dass der Akku von der Kamera voll ist. Dann haben wir überhaupt kein Problem, dass das Update richtig geladen wird. Wenn nachher das Update durch ist, sehen wir nachher, der Update-Vorgang ist abgeschlossen und eure Kamera startet nachher automatisch wieder neu. Wir sind nachher immer noch im USB-Massenspeicher-Modus. Ich empfehle dir nachher am Schluss, die Kamera wieder so einstellen, wie du es am liebsten hättest. Und für das gehe ich wieder ins Menü rein, nehme da den Massenspeicher wieder raus, mache da wieder PC-Fernbedienung. Und wenn du nächstes Mal das Update machst, gehst du einfach wieder auf Massenspeicher. So, ich werde jetzt mal schauen, was alles gemacht wurde in dem Update, was so besser funktioniert oder vielleicht auch nicht in dieser Kamera. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video helfen, selber schnell ein Update zu machen für deine Sony-Kamera. Es würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, wenn dir das Video gefallen hat. Abonniere doch meinen Kanal, drück bitte die Glocke, dann wirst du jedes Mal informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich wünsche dir nur das Beste bei deinem nächsten Update. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.